Ja, hallo Elektronikfreunde. In diesem Video geht es mal wieder um eine Reparatur. Und zwar von solchen LED-Lampen. Ich habe hier zwei da. Die sind beide kaputt. Bei der einen, ich drehe mal hier in die Fassung rein, da geht praktisch nur jede zweite, oder es sind hier immer Ausfälle, sage ich mal so. Also hier sind zwei Reihen weg, hier ist auch eine Reihe weg, da auch. Und bei der anderen, die geht, glaube ich, gar nicht. Und da will ich einfach mal schauen, was damit ist. Ja, die geht hier gar nicht. Dazu habe ich jetzt bei der einen schon mal hier oben so ein Plastikteil ja, abgemacht. Also es geht hier relativ einfach. Da muss man mit dem Schraubenzieher ein bisschen drunter klemmen und hat da schon mal reingeguckt. Also ja, ob das jetzt ein reines Kondensatornetzteil ist, weiß ich noch nicht genau. Sieht eigentlich fast danach aus. Aber ja, ich werde einfach mal hier jetzt diesen Ring hier oben, der da angelötet ist, ablöten, den Ring rausnehmen und kann und hoffe, dass man praktisch diese einzelnen Streifen irgendwie rausziehen kann oder so. So, die obere, ja, LED-Platine habe ich mal schon abgelötet hier. Und jetzt werde ich hier mal das Lot an den Seiten hier praktisch abziehen und versuchen, dass ich dann diese innere Platine, die da ist, praktisch abmachen kann. Es geht relativ schwer, das heißt, ich werde nachher noch mal mit Entlötlitze ein bisschen rumspielen und versuchen, wirklich den Rest dort abzuziehen. So, ich werde es doch mal mit Entlötlitze lieber probieren, weil es ist so fest dort drin. Das wird aber sehr, sehr schwierig werden. Das Plastik schmilzt auch eventuell etwas, aber hier so einen Knick reinmachen. Es ist sehr, sehr schwer rauszukriegen hier das Zeug. Es wird also noch eine Weile dauern. So, ich habe jetzt versucht, das Gröbste hier in den Ecken mal rauszunehmen. Das ist wirklich extrem ätzend, das abzumachen. Auch die innere Leiterplatte, die hier ist, die so ein bisschen hängt, die habe ich abgelötet. Und werde jetzt mal versuchen, hier mit der Zange das irgendwie rauszubekommen. Das bewegt sich schon ein bisschen. Aber es ist noch nicht. Hier ist schon frei. Okay. Da ging es schon. Also ich musste an manchen Stellen doch noch mal ein bisschen mit dem Lötkolben ran. Also hier ist schon relativ gut. An der einen Stelle hier, wie man sieht. Also kriegt man das nicht. Also ich werde noch ein bisschen mehr Lot da abziehen. So, ich habe jetzt das tatsächlich hier so schon abgekriegt. Also fast alles ab. Da ist noch sehr viel Lot. Empfehlenswert ist auch immer mal mit dem Cuttermesser dort reinzugehen. Eventuell das Lot, was da so noch ist, was lose ist zumindest, kann man da eventuell nochmal abmachen. So, jetzt sieht man es besser. Hier nochmal ziehen. Ah ja, jetzt ist sie raus. Jetzt ist die Leiterplatte raus. Gut, so, was ist da drin? Dieses schöne Teil. Ja, das ist eigentlich ein ganz simples, normales Kondensatornetzteil. Ganz einfach gemacht. Hier ist eine Sicherung sogar noch drin. Ist natürlich völlig sinnlos, diese Sicherung, weil in dem Moment, ja, wo die fliegt, muss man das, wie ich das gerade gemacht habe, komplett auseinandernehmen. Und das wird ein normaler Laie, sage ich mal, kaum tun. Dann haben wir hier diesen großen Kondensator, den typischerweise Brückengleichrichter. Hier noch den Siebelko, ein paar Widerstände zur Strombegrenzung für die Leuchtdioden und das war's. Mehr ist da nicht drin. Gut, jetzt geht es da mal zu gucken, warum da nur ein paar Streifen funktionieren.
Vielleicht lag es ja wirklich nur dran, dass die hier oben kaum Kontakte hatten. Ich werde also Folgendes machen. Ich werde jeden Streifen mal dann vorsichtig eine Spannung anlegen, bis die Leuchtdioden anfangen zu leuchten. Vielleicht finde ich ja irgendwas raus, was da nicht stimmt. So, bevor ich das mache, habe ich jetzt hier schon geschafft, diese Streifen einfach rauszuziehen. Die gehen manchmal sind schwer, manchmal ein bisschen leichter. Man kann also hier eine Zange nehmen und die Dinger einfach hier rausziehen. Und ja, dann hat man hier noch das Gestell der Lampe und man hat jetzt hier die LED-Streifen praktisch. Wenn man jetzt hier genau guckt, dann sieht man, dass die Leuchtdioden alle in Reihe geschaltet sind. Wir haben jetzt hier einen, oder? Sind die alle in Reihe? Ja, die sind alle in Reihe geschaltet. Also ich habe hier den Anfang auf der linken Seite und es geht Reihe in Reihe von Leuchtdiode zu Leuchtdiode und dann geht es hier zurück an den Anfang der nächsten Reihe und dann geht es komplett zurück. Also sind alle in Reihe geschaltet. Und jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also 24 Leuchtdioden, die in Reihe geschaltet sind, weiße. Das heißt, wir haben ja 24 mal 3 Volt ungefähr. Ja, das sind also so, ja, weiß ich nicht, 75 Volt, also mehr als 70 Volt und etwa, die hier anliegen müssen, dann damit überhaupt das hier anfängt zu leuchten. Diese 75 Volt habe ich hier nicht und will sie auch gar nicht anschließen, ist mir viel zu gefährlich. Sondern ich mache Folgendes, ich werde praktisch die Leuchtdioden so ja, abschnittsweise testen. Also erst 4 und nochmal 4 oder so mit knapp 12 Volt. Und dann sehe ich halt an welcher Stelle praktisch hier die Leuchtdiode nicht geht. Oder ja, wahrscheinlich ist da immer nur eine kaputt und die muss dann ausgetauscht werden. So, ich habe jetzt hier mal so einen LED-Streifen und dadurch, dass wir hier weiße Leuchtdioden haben, braucht jede Leuchtdiode ungefähr 3 Volt. Und was ich jetzt mache, ich nehme einfach hier mein Netzgerät, ich habe es auf 3 Volt hier eingestellt, plus und minus, und gehe praktisch hier wirklich jede Leuchtdiode durch und gucke, ah, die geht. Und es muss irgendwo eine sein, die nicht geht. Und das ist dann auch der Grund, warum jetzt zum Beispiel so ein Streifen hier nicht leuchtet. Ne? Also wenn eine kaputt geht, ist hoch um mich und es kann kein Strom mehr durchfließen und die anderen gehen dann genauso wenig. Ja, das werde ich einfach mal durchgehen und dann mal gucken, welche da defekt ist. So, ich habe mal hier eine Leuchtdiode rausgefunden, die nicht geht. Das ist hier diese erste gleich. Also die leuchtet wirklich nicht. Die zweite leuchtet. Also die ist hier definitiv kaputt. Die anderen hier, die leuchten soweit, aber die erste hier ist definitiv, da passiert nichts. Also ich werde jetzt hier eine Markierung machen und am Ende nachher dann genau die markiert sind, auslöten und austauschen. So, ich habe jetzt hier die 4 Streifen ausfindig gemacht, wo eine Leuchtdiode kaputt war jeweils. Ich habe die hier schon ausgelötet und werde dann erstmal eine neue besorgen. Dann einlöten, nochmal testen vorher, bevor man es komplett zusammenlötet und ja, dann sollte eigentlich die LED-Lampe wieder funktionieren. Es ist aus meiner Sicht gar nicht einzusehen, dass man jetzt hier diese Lampe neu kauft für teures Geld, wenn nur hier 4 Leuchtdioden kaputt sind, die wahrscheinlich ein Stück 30 Cent kosten oder so. Die LED-Lampe hier in dem Fall von Greenline war ziemlich teuer. Ich glaube, das ist jetzt 3 Jahre alt und hat damals, glaube ich, 25 Euro gekostet. Ja, und insofern ist mir so eine Reparatur dann immer lieber. Also ich werde die noch austauschen und dann noch testen. Ich habe jetzt alle Leuchtdioden eingelötet, also diese 4 defekten. Und bevor ich das jetzt in die Lampe wieder einbaue, möchte ich gerne mal wissen, mit welcher Spannung die Leuchtdioden betrieben werden. Dazu habe ich hier mal eine kurze Skizze gemacht. Wir haben ja hier weiße Leuchtdioden, das heißt, die werden mit 3,2 bis 3,5 Volt betrieben. Ich habe eine Leuchtdiode mal durchgemessen, wenn ich sie mit 3,2 Volt betreibe, fließen 25 mA. Ich habe jetzt 24 Stück in Reihe, das heißt also maximal darf die Spannung 76,8 Volt nicht überschreiten bei 3,2 Volt. Bei 3,5 Volt sind es also 84 Volt. Wenn jetzt also hier unten zwischen Plus und Minus mehr als 84 Volt sein sollten,
dann werden die mit Überspannung betrieben, was natürlich überhaupt nicht gut ist. Zu dem Aufbau an sich, bitte nicht nachbauen, das ist nicht ganz ungefährlich. Ich habe hier das Kondensatornetzteil, was derzeit noch nicht eingeschaltet ist. Und ich werde jetzt erstmal hier eine Abdeckung drüber machen, dass ich nicht da aus Versehen rankomme und die Spannung einfach mal einschalten. Und hier mit dem Multimeter werde ich dann mal die Betriebsspannung für diese 24 in Reihe geschalteten Leuchtdioden messen. Ich habe jetzt mal die Lampe eingeschaltet, man sieht es hier an dem Licht, ne? Und das Blatt dient jetzt nur zur Abdeckung, weil ich sonst das Multimeter in der Kamera nicht sehe. Und da sieht man, die Spannung an den Leuchtdioden ist so bei 70, 71 Volt. Und wenn man das jetzt vergleicht mit den von mir ausgerechneten, ist es unter der Maximalspannung. Also das kommt ganz gut hin und ich kann die Leuchtdioden jetzt wieder in die Lampe einbauen. Auch die zweite LED-Lampe, die nun völlig kaputt war, habe ich auseinandergebaut. Habe dann gedacht, es ist die Sicherung hier, die durchgeschmort ist, aber es war hier dieser Widerstand. Man sieht hier auch so eine kleine Macke, da ist also offenbar der Drahtwiderstand, ist der Draht durchgeschmolzen. Und ich werde jetzt diesen 1 Ohm Widerstand hier gegen so einen austauschen und dann sollte eigentlich auch diese LED-Lampe wieder funktionieren. So, ich habe jetzt hier beide LED-Lampen wieder zusammengebaut und zeige das mal ganz kurz. Also die erste funktioniert wieder komplett und auch die zweite funktioniert auch wieder und damit ist die Sache hier erledigt. Ja, das war's und dann noch viel Spaß. Tschüss.